Hallo und herzlich willkommen bei Schwengeldieter. Heute möchte ich ein neues Let's Play starten und zwar mit Project Zomboid, einem sehr bekannten Spiel in der Indie-Szene. Ein typisches Beispiel für ein richtig gut gelungenes Survival-Game, Zombie-Survival-Game. Und ja, wie immer habe ich das natürlich schon angespielt. Ich kenne es auch von früher, ich habe es schon häufiger gespielt. Aber ich möchte es jetzt mal komplett nochmal von vorne let's playen. Und ja, Kostenpunkt bei Steam derzeit für knapp unter 10 Euro. Wirklich günstig, hier kann man etliche Stunden Spielspaß mit haben. Normalerweise kostet es 14 Euro, auch ein absolut fairer Preis. Ja, es wird aktiv daran entwickelt und ja, derzeit gibt es auch auf jeden Fall keine Ambitionen von den Entwicklern, das einzustellen. Also das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen halten. So, wir können uns hier entscheiden, was wir machen. Wir machen mal Custom Sandbox, denn ich möchte ganz gerne die Einstellungen selbst machen. So, und hier... Moment... Wäre da ein Spielstand? Ne, neu möchte ich machen. Neu. Genau. Okay, und wir starten in... Muldra. Ja. So, Spielstandbezeichnung, ja, die treffende Datum-Uhrzeitbezeichnung. Lassen wir mal lieber bleiben, machen das lieber so. Weiter und ja, ich habe hier schon mal was voreingestellt, ja, einfache Kiste habe ich es treffend genannt. Warum habe ich es so genannt? Also, ich will hier möglichst viel zeigen können und ehrlich gesagt habe ich keinerlei Chance, wenn ich das hier auch nur halbwegs stark einstelle. Und deswegen habe ich das hier wirklich relativ einfach eingestellt, alles. Ja, ob das jetzt die optimale Einstellung für mich ist, weiß ich nicht. Aber wir werden auf jeden Fall erstmal so spielen, so starten. Und ja, mehr sehen wir während des Spiels. So, wir schauen mal an hier. Kann man hier irgendwo random machen? Ach so, ja. Ja, wir spielen mal mit einem Kerl. Das ist kein Kerl, das ist ein Kerl. Ernest Baker? Ne. Ich glaube, das ist nicht Ernest Baker und auch nicht Schwengel Baker. Das ist doch der Schwengel Dieter, den habe ich doch gleich erkannt. Ja, Hautfarbe. So, Brusthaar hat er natürlich auch. Stoppeln, nö. Haartyp, ja, der hat doch hier Halbglatze, wa? Hat er. Und graue Haare. Nee, Moment, der muss hier schön strubbelige Haare und in Grau. Das gefällt mir richtig gut. Fantastisch, der sieht sehr nett aus. Hat auch einen Vollbart. Oh, der ist aber nicht grau. Interessant. So, Oberkörper, was hat dann an? Hat einen Pullover in dem ansprechenden Pink, ist es sehr nett. Eine Hose hat er auch an. Nö, also braun ist hier ein bisschen zu schön. Ich denke, das ist ein Fan von so einem, ja, Popelgelb, nenne ich es mal. Oder irgendwie so, ist das hier so Popelgrün? Naja. Ach, nehmen wir mal die schöne Farbe. Und er hat auch Schuhe an. Das wäre wirklich nett. Wunderbar, dann können wir auch schon weitermachen. Beruf und Eigenschaften. Ja, wir können hier erstmal schauen, was für einen Beruf wir haben wollen. Es gibt hier so einige zur Auswahl. Oh, die haben sich, wie ich auch sehe, mittlerweile noch einen Ticken geändert. Die sind ganz schön gewachsen, muss ich sagen. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, war das auf jeden Fall noch weniger. Ja, und was können wir hier machen? Okay, also wir können jetzt hier irgendwas auswählen. Arbeitssuchender, 8 freie Eigenschaften. Ach so, okay, dann können wir jetzt hier quasi die Punkte selbst hier irgendwo reinstellen, wenn wir das denn möchten. Oder wir können halt irgendwen hier nehmen, zum Beispiel jetzt den Feuerwehrmann. Der hat dann hier halt bessere Punkte, aber dafür können wir uns halt keine eigenen mehr auswählen. So, gut. Also ich würde mal sagen, was mir immer ganz gut gefallen hat, war der Wachmann, weil der halt diese Nachteule hat, bleibt extra aufmerksam, sogar im Schlaf. Ich weiß nicht genau, wie sehr das hilft, aber das fand ich immer ganz interessant. Und auch Einbrecher ist etwas schneller, ist
leichtfüßiger, kann besser schleichen. Das ist natürlich auch extrem sinnvoll in der Welt, logischerweise. Aber das sind halt alles auch welche, wo wir halt Minuspunkte haben. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall negative Eigenschaften aussuchen. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Ich glaube, den Einbrecher nehmen wir mal. Der sieht doch ganz nett aus. Panikattacken. Hypochonder. Okay, Infektion. Ihr habt es ja sicherlich schon gesehen. Wir spielen ohne Infektion. Ja, warum spielen wir ohne Infektion? Ja, hier gibt es halt keinen Speicher. Ja? Und klar, die Infektion ist so grundsätzlich, wo man halt sagt, ja, ist doch blöd, die Infektion ist doch der Sinn des Spiels, dass man irgendwann infiziert wird. Ja, aber ich muss halt sagen, ich begebe mich dann doch ganz gerne mal in den Kampf rein und habe jetzt keinen Bock, das einfach grundsätzlich niemals zu machen, nur weil ich immer Angst habe vor der Infektion. Deswegen packen wir mal Hypochonder rein, kann die Sachen entwickeln. Wir wissen ja eh, dass es nicht der Fall ist, deswegen ist es jetzt nicht so dramatisch. Feige, langsam Leser, schwerhörig ist natürlich, das sind natürlich Sachen, die man auf, also die ich jetzt auf jeden Fall nicht nehmen möchte. Gesunder Appetit. Nee. Ja, weniger effektiv mit Waffen ist natürlich optimal. Alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Nee, das ist nicht so sinnvoll. Anfälliger für Krankheiten. Nee, das ist auch nicht so klug. Okay. Ich glaube, wir können den Einbrecher nicht nehmen. Der ist zu hart. Der ist eine Nummer zu hart. Vielleicht nehmen wir einfach den Wachmann. Der hat dann halt 0. Aha, okay. Ja, der hat dann halt 0. Der ist halt auch ein bisschen leichtfüßig. Der kann ziemlich gut sprinten, obwohl sprinten wollen wir natürlich eigentlich eh nicht. Aber gut, ich denke mal, das kann eigentlich so ganz gut funktionieren. Gucken wir uns nochmal kurz den Holzfäller an. Schnellerer Axtangriff ist natürlich auch cool. Schnellerer Axtangriff hat eine Genauigkeit mit scharfen Waffen. Allerdings bin ich halt ein Fan von Baseballschläger etc., weil die meiner Ansicht nach etwas eine etwas größere Reichweite haben, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das überhaupt stimmt. Ha, der Fitnesstrainer, ja. Verstehe, der ist schon ziemlich gut im Fitness, deswegen... Nee, gut, wir nehmen hier oben... wir nehmen hier den... Na, wo war er denn hier? Da ist der Wachmann. Nehmen wir den mit der Nachteule. Ich weiß nicht, ob der wenige Schlaf eigentlich so ein Vorteil ist, weil ab und zu, ja, die Nacht will man da eh drinnen verbringen. Nee, das ist gar kein Vorteil, ne? Das ist dumm. Ja, so richtig klar. Ja, so richtig genau kann ich jetzt auch nicht sagen, was hier das Sinnvollste wäre. Ich würde mal sagen, wir nehmen den Holzfäller und den Hypochonder können wir ruhig drin lassen. Bewegt Inventar. Schlechtes Wetter hat keinen Einfluss, natürlich interessant. Benötigt weniger Schlaf, finde ich nicht so sinnvoll. Ja, machen wir mal hier. Schlechtes Wetter hat keinen Einfluss. Verbleibende Punkte 0. Dann kommen wir hier auch endlich mal zu Potter. Machen wir mal Start. So, wer das Spiel jetzt noch nicht kennt, also ich nehme an, dass viele es schon kennen werden, die sich so ein bisschen mit Indie-Games beschäftigen. Ansonsten, wer es nicht kennt, wird sich gleich eventuell über die Grafik etwas wundern. Ja. Es ist halt alles sehr einfach gehalten. Ja, man sieht schon, das hier ist die Grafik. Also, ja, wie soll man sagen? Der Fokus des Spiels ist eindeutig nicht auf übermäßig ansprechende Grafik gelegt, sondern halt auf andere Sachen. Ich nehme jetzt hier erstmal Sachen mit. Also, wir können ja erstmal schauen, was man hier so machen kann. Also, man kann hier halt so rumlaufen, ne? Und ich scroll mal so ein Ticken weiter rein. Man kann hier halt durch alle Sachen, durch die Fenster etc. kann man halt durchgucken. Man hat ja da draußen gerade schon gesehen, wir gucken mal, nee, gucken wir nicht. So, hier draußen sind halt Zombies, ne? Ich glaube, der hat uns auch gerade gesehen. Kann das sein? Naja, wir werden es gleich hören.
draußen sind halt Zombies und die Zombies sind halt so mittelbegeistert von einem selbst. Trinken erstmal was. Also mit anderen Worten, die wollen einen eigentlich die ganze Zeit killen. So. Und ja, wir versuchen in dieser Welt hier zu überleben. Und ob wir das schaffen, naja, oder besser gesagt, wie lange wir überleben, das bleibt dann uns überlassen, will ich mal sagen. Beziehungsweise... Oha. So, beziehungsweise, ja, wir können das natürlich beeinflussen. Aber erstmal müssen wir hier versuchen, einfach so zu überleben. Und mit der Zeit können wir dann halt noch verschiedenste Sachen machen. Das werde ich aber später nochmal genauer zeigen. Also wir werden jetzt hier erstmal was essen. Einfach so, weil wir es können, weil hier gerade unglaublich viel ist. Wohlgenährt, klingt doch schon mal sehr gut. Nägel nehmen wir grundsätzlich mit, die brauchen wir noch. Buch? Tja. Glaube nicht, dass wir das jetzt erstmal brauchen. Ein Buttermesser. Ja, wenn das unsere effektivste Waffe ist. Schaden. Oh, der Löffel macht auch ordentlich Schaden. Würde ich sagen, nehmen wir erstmal das Buttermesser. Plastiktüte. Okay. Gut, also die werden wir auch erstmal sekundär ausrüsten. Was heißt das, was ich hier jetzt gerade mache? Also, einerseits hier oben ist jetzt unsere Waffe, das Buttermesser. Und was ich gerade sekundär ausgerüstet habe... Oh, wir haben bereits einen Rucksack, den habe ich gar nicht gesehen. Was? Wir haben bereits einen Baseballschläger und einen Hammer? Okay. Gut. Ja. Dann, würde ich mal sagen, rüsten wir mal das Ding aus hier. Der Baseballschläger ist sicherlich eine sinnvollere Sache. Und die Tüte können wir jetzt wieder ablegen hier. Ja. Wo ist die Tüte? Da. Ablegen. So. Moment. Baseballschläger. Und jetzt bitte... Mist. Haben wir das jetzt... Ah, da, beide nicht ausrüsten. Ah, okay, gut. Jetzt haben wir den Baseballschläger also richtig ausgerüstet. Und ich hoffe, dass ich irgendwann auch demnächst mal zeigen kann, wie man jemandem damit so die Rübe einprügeln kann, wenn man denn will oder muss. Ja, als erstes nehmen wir halt hier mal so ein bisschen Krams mit. Halt alles, was hier so rumliegt und was jetzt für uns erstmal sinnvoll ist. Wir sehen nämlich schon, draußen sind halt so ein paar Kollegen, die uns das Leben sehr, sehr schwer machen werden. Nicht nur draußen, die hat uns nämlich vorhin gesehen. Aber erstmal möchte ich hier gerne noch die Schüssel füllen, die Tasse füllen. Dann trinken wir mal einmal. So, und jetzt können wir uns der Tante hier auch widmen. Oha. Okay, ich frage mich gerade... Hallo? Ich frage mich gerade, wieso ich eigentlich gerade das Fenster einknödelt habe. Da ist ein Zombie, der hat uns noch nicht gesehen, glücklicherweise. Das werden wir auch mal versuchen zu verhindern. Oder zu vermeiden, dass er uns sieht. So, und was jetzt sinnvoll ist, wir wollen natürlich hier nicht irgendwo in der Pampa rumgammeln. So wie wir es jetzt gerade tun. Sondern wir wollen natürlich sinnvollerweise versuchen... uns in Häusern auch ein bisschen ja zu verstecken quasi. Und das machen wir jetzt. Also wir gucken jetzt mal nach, in welches Haus wir jetzt halt reingehen können. Dieses Haus sieht jetzt relativ zombiefrei aus erstmal. Bellt hier irgendwo ein Hund oder bin ich betrunken? So, wir versuchen mal das Fenster hier zu öffnen. Sehr gut. Und wir klettern da mal durch. So. In den Gebäuden muss man durchaus aufpassen. Es kann gut sein, dass hier halt auch irgendwo Zombies rumgammeln. Die durch irgendeinen anderen Eingang oder woher auch immer. Oh. Ist da einer? Ja, da ist einer. So. Die sollte man natürlich, wenn möglich, töten. So, der ist hin.
Okay, und hier ist jetzt zum Glück niemand drin. Muss halt so ein bisschen aufpassen, dass man auch zuhört, wenn da irgendwo ja, jemand gegenprügelt, kann man davon ausgehen, dass da auch demnächst einer reinkommen wird. So, wir versuchen jetzt mal hier das gleiche wie schon vorher. Also wir versuchen jetzt hier einfach Sachen mitzunehmen. Kann ich hier was trinken? Naja, trinke ich mal kurz was. Kann nicht schaden. Ja, hier gibt es ein paar Laken, die nehme ich mal mit. Zeige ich später noch, was man damit so Spannendes machen kann. Ansonsten gibt es hier nichts so richtig Spektakuläres. Der Typ hat ein paar 9mm Patronen. Die nehmen wir noch mit. Aber ansonsten ist hier nichts Spannendes. Warum sind denn die Zombies jetzt hier so nah? Was machen die denn da Spannendes? Und hier ist auch halt, hier ist voll die krasse Meute. Okay, also hier gibt es Nägel. Mann, wie viele Nägel sind denn hier? Zigaretten wollen wir nicht. Da haben wir keinen Bock drauf. Rauchen ist nicht ganz so gesund. Okay, und hier, was... Oh, hier gibt's verdammt viele Dosen. Dosenfutter ist halt gut, weil es nicht verdirbt, ne? Genau, und dazu braucht man einen Dosenöffner. Perfekt, der ist auch noch hier. Schüsseln und Tassen und Flaschen und so weiter sind halt alle recht cool, weil man sie halt mit Wasser füllen kann. Und das wird... Das ist jetzt relevant, aber später wirklich richtig interessant. Weil dann auch das Wasser hier ausfallen kann. Und das heißt, man ja, kann dann Wasser nicht mehr einfach hier, so wie wir jetzt gerade gemacht haben, nehmen. Sondern man muss dann das Ganze sich an einem Brunnen zapfen. Und das ist natürlich dementsprechend deutlich aufwendiger, beziehungsweise einfach deutlich komplizierter, so einen Brunnen zu finden. Erstmal, ja, damit fängt es erstmal an. Okay. Ja, gut, also man kann grundsätzlich halt sagen, dass die Map immer gleich aussieht. Ja, das ist vielleicht auch was, was ganz interessant ist. Also jedes Spiel sieht gleich aus, in Anführungsstrichen. Und das heißt halt auch, dass man, dass es eine Map gibt, oder das heißt es nicht zwangsläufig, aber es gibt eine Map. Und auf dieser Map kann man sich angucken, wie die Karte aussieht, also wo man gerade ist. Denn man kann sich ja klar vorstellen, es ist nicht ganz so einfach, man kann sich das nicht einfach merken, sagen wir es mal so. Weil die Map ist riesig und man kann hier sonst wo sein. Oh cool, hier ist keiner. Ich bin da nämlich ein bisschen idiotisch reingelaufen. Falls es euch auch aufgefallen ist. So, wir schauen uns mal an, was es hier noch so gibt. Der Kühlschrank. Wo ist denn der Kühlschrank? Den sehe ich hier gar nicht. Ach, das kleine Ding da. Ja. Brause, Weißwein. Ach, Futter. Nehmen wir mal ein paar. Ah ne, futtern wir einfach mal ein paar Erdnüsse. Mampf. 9mm Patronen. Ah, okay. Ihr seht schon hier, das ist alles nicht so prickelnd. Wir lagern mal um in unseren Rucksack. So, und hier packen wir jetzt auch die 9mm Patronen rein. Weil alles, was wir halt im Rucksack haben, wird nochmal, bin ich ganz sicher, wie das genau funktioniert. Aber alles, was im Rucksack ist, wird halt nochmal nicht zu 100% mit einberechnet in unser Gewicht. Wir haben ja hier 11,39 von 16. Ich habe aber keine Ahnung, wie genau das umgerechnet wird. Vielleicht bringen wir das noch im Laufe des Spiels in Erfahrung. Okay, ein Laken. Ich nehme einen Laken mit. Zeige ich mal in der ersten Nacht, was man so mit einem Laken machen kann. Noch ist es zum Glück nicht nachts. Okay, und hier ist auch nicht viel los. Buch. Magazin. Zeitung. Tja. Okay, und hier hinten ist sicherlich eine Toilette. Genau, beziehungsweise nicht unbedingt Toilette oder nicht nur Toilette, sondern halt alles, was so damit zusammenhängt. Wir trinken erstmal direkt was. Antidepressiva, okay.
Also die nehmen wir auf jeden Fall mit. Können wir später nochmal schauen, was man damit so machen kann. Huch, hat die uns entdeckt? Nein. Nee, ich dachte gerade schon, das wäre ja ein bisschen sehr extrem gewesen.